Wir üben nochmal kurz Kreuzprodukt, Skalarprodukt und erkennen nochmal Zusammenhänge. Kreuzprodukt, was bildet das? Aber das werden wir gleich sehen. Das werden wir dann mit dem Skalarprodukt gleich sehen, wenn wir das Kreuzprodukt richtig gemacht haben. Folgendes, beim Kreuzprodukt habe ich folgende Empfehlung. Gar nicht erst hier versuchen, welche Zeile muss ich jetzt wohin schreiben. Machen Sie eine Nebenrechnung. Sagen Sie einfach Nebenrechnung, bang, und schreiben den ersten untereinander zweimal. 1, 2, 3. Und nochmal 1, 2, 3. Jetzt daneben 4, 5, 6 und nochmal 4, 5, 6. Und jetzt Achtung, erste, letzte Zeile streichen. Und jetzt hauptdiagonalmäßig. Hauptdiagonale geht immer von oben links nach rechts unten. Jetzt einfach mal nehmen. Und zwar, wir schreiben dann einen neuen Vektor. Das wird ein sogenannter normalen Vektor werden. Und das werden Sie gleich sehen. Jetzt mache ich es mal ein bisschen ausführlicher. Also, ich mache mal hier die Hauptdiagonale in blau. Jetzt kommt 3 mal 6. 3 mal 6. Ich zeichne es jetzt nochmal hin. Ich könnte auch 18 schreiben. 2 mal 6. Habe ich? 2. 2 mal 6. Ja, ja, das kommt davon. Danke. 2 mal 6. Jetzt nächste. 3 mal 4. Und jetzt 1 mal 5. Achtung, jetzt ist vorbei. Denn hier unten die Zeile ist gestrichen. Dürfen auch nur, wenn ich mir die Dinge angucke, das sind drei Zeilen, hier darf nur ein dreizeiliges entstehen. Daran merkt man jetzt, ist Schluss, okay, hier ist die dritte Zeile vorbei. Jetzt ein dickes Minus reinschreiben. Und wenn ich das habe, jetzt neben Diagonale mache ich in grün. Und zwar, Achtung, von hier, nicht jetzt von unten anfangen, sondern wieder von oben, aber neben Diagonale. Also 3 mal 5 und 1 mal 6 und 2 mal 4. Und dann freue ich mich und kann meine Klammer abschließen. Und jetzt müssen wir das natürlich noch ausrechnen. 2 mal 6 ist 12 minus 15 minus 3. Also der normalen Vektor heißt dann minus 3. 3 mal 4 ist 12 minus 6 ist 6. Und 1 mal 5 ist 5 minus 8 ist minus 3. So heißt der. Das ist der normalen Vektor. Normale heißt, das Ding steht senkrecht. Senkrecht auf diesen beiden Vektoren. Das heißt also, wenn ich jetzt 1, 2, 3, ich möchte das jetzt mal bloß ganz locker skizzieren. Den ersten hier hatte ich mal schnell blau gemacht. Den zweiten mache ich jetzt mal in der Fläche grün. Dann steht hier der Kumpel senkrecht. Senkrecht so und senkrecht zu diesem Vektor. Also ich habe jetzt hier natürlich vor Freude schnell mal die Pfeile dran vergessen. Das stimmt überhaupt nicht mit dem, was ich hier geschrieben habe. Stimmt jetzt nicht. Sondern mir kam es jetzt bloß darauf an, mal kurz den normalen Vektor zu schreiben. Und jetzt wissen wir auch, was wir mit einem Skalarprodukt machen können. Denn ein Skalarprodukt, erinnern wir uns, bedeutet, wenn ich das bilde, muss 0 rauskommen. Und das kann man prüfen, indem man ganz einfach sagt, ich nehme den neuen normalen Vektor. Achso, ich schreibe mal noch schnell hier hin. Der normalen Vektor heißt dann minus 3, 6. Minus 3. Und wenn ich richtig gerechnet habe, muss Folgendes passieren. Das Skalarprodukt bilden aus dem ersten, der 1, 2, 3 heißt. Das ist praktisch meine Probe mittels Skalarprodukt. 1, 2, 3 und das nehme ich mal und jetzt hatten wir ja unseren neuen, da hieß minus 3, 6. Minus 3 und wenn ich das entsprechend ausmultipliziere, muss 0 rauskommen. Großes Fragezeichen und das machen Sie jetzt mal schnell. Kann man hier im Kopf, ne, quer rüber, ich mache mal schnell grüne Pfeile rein, also das mal das. Das mal das, das mal das und den ganzen Mist auch zusammenzählen und wenn dann 0 rauskommt, dann klappt das. Probieren wir es mal aus. Einmal minus 3 ist minus 3 und jetzt plus 6. Minus 3 plus 6 ist plus noch 3 und dann, oh, minus 9, geht das? Oder haben wir uns da verrechnet? Wie muss man es machen? Skalarprodukt, wie bildet man es? So geht es ja scheinbar nicht. Wieder der Spruch. Wenn ich... Na klar kann ich es im Kopf machen, bloß wenn hier blöde Zahlen und Brüche drin steht, wird es spannend. Also ganz einfach zusammenschreiben. Einmal minus 3, minus 3. Minus 3 in Klammern schreiben der Übersicht halber. Denn jetzt kommt ein Plus, ein ganz normales Plus. Und was kommt hier raus? Wenn jetzt hier Minus rauskäme, na und schadet nicht. Ich schreibe hier einfach die 12 rein. Und jetzt Plus und jetzt minus 9. Einfach hinschreiben, tut da nicht weh. Minus 3 plus 12 ist plus 9. Plus minus 9 ist 0. Jawohl, richtig gerechnet. Und das gleiche jetzt mit dem 4, 5, 6 und dann hätten wir es. Ne? Also das hat funktioniert. Wie
Gut, schnell mal noch die sogenannte hessische Normalform. Normalerweise, wenn man eine ebene E hat, die liegt hier jetzt mal so frech in den Raum reingemalt, dann macht man so, dass man erst eine Lotgrad